Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Nähanleitungsvideo. Schon sehnsüchtig von euch erwartet, weil ich es euch ja in meinem Urlaub-Posts, vor allen Dingen auf Instagram, schon gezeigt habe, ist heute der Rucksack dran. Unser Rucksack Emma. Er ist nicht ganz groß und nicht ganz klein. Er hat hier schon mal eine Außenreißverschlusstasche. Zum Beispiel für meine Sonnenbrille. Dann hat er natürlich einen Hängel wie eine Tasche oder die Rucksackgurte. Und unten, damit man ihn auch schön auf der Boden stellen kann und er nicht so arg versifft, habe ich ein Lederimitat. Ein sehr guter, hübscher und vor allen Dingen zweckmäßiger Begleiter war das Täschchen Luna. Ihr seht, das ist selber Stöffler. Da bleibt einfach auf der Seite noch so schön was übrig, dass ich gedacht habe, da mache ich mir nämlich jetzt noch eine Luna. Weil die Luna nämlich, und jetzt muss ich nochmal öffnen, auch einfach als separate Handy- und Geldbeuteltasche in den Rucksack passt. Genauso wie auch das Täschchen Tanni. Und vom Rest habe ich mir noch eine Lotta gemacht. Da kommt es drin. Da ist alles drin, was so Mädchen brauchen, damit sie sich wohlfühlen. Und dann geht da jede Menge geht da rein. Und das ist eine super tolle Sache. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So ihr Lieben, kommen wir mal zum Zuschneiden. Cut ist ein unheimlich großes Thema, auch auf diesen Herbst-Winterwetter. Ihr seht es vielleicht von der Ferne, ich habe auch einen Cut-Rock an. Gucken, ob wir den einfangen. Dann habe ich hier einfach auch mal noch andere Farbvarianten aus dem Cut gemacht, dass er da auch mal einen Einblick kriegt. Cut habe ich noch nicht so viel drüber erzählt und auch noch nicht so viele Videos gemacht. Cut hat einen Strich wie ein Kätzchen, das Fell. Ja? Das heißt, wenn man dagegen streicht, stellen sich die Haare. Wenn man mitstreicht, legen sie sich. Das hat der Cut auch. Ganz früher haben wir gelernt, das muss ich immer gegen den Strich legen. Dann wird es immer dunkler. Und das war früher immer das Richtige. Heute ist es egal, ob es mit dem Strich heller wird oder gegen der Strich dunkler. Wichtig ist nur eins, es muss immer in die gleiche Richtung. Sonst habt ihr mal ein Teil in dunkel und mal ein Teil in hell und es hebt sich ab, das sieht man wirklich und das wäre nicht fein. Deswegen habe ich meinen Cord immer mit den Pfeilen versehen. Das heißt, ich fühle darunter, also das ist mit dem Strich, so wollte ich es, dass ich es einfach zart legt. Also habe ich mir einen Pfeil darunter gemacht. Das ist mal das Erste, was man vom Cord wissen sollte, damit man da nichts vertauscht. Als Zweites ist es natürlich so, dass man eine Flieseline, eine Einlage brauche für den Rucksack und ich die bebügelt habe mit G770. Wie das funktioniert mit dem richtigen Bebügeln und mit dem passenden Bügeltuch, seht ihr da oben in den eingeblendeten Videos. Ich bügel auch immer vorher alles, sage ich aber auch in diesen Videos, und schneide nicht alles separat einzeln zu. Und dann passt es nachher nicht aufeinander. Deswegen habe ich schon mal diese Vorarbeit für euch getätigt. Ich habe die Flieseline schon grob aufgebügelt, heißt, ich habe sie gut aufgebügelt, aber das ist jetzt nicht wichtig, dass das so korrekt am Rand vom Cord ist und dann mit meinen Pfeilen versehen. So, jetzt gibt es noch was außergewöhnlich Wichtiges, was man beim Zuschneiden wissen muss. Wenn ihr jetzt den Cord kauft, dann brauchen wir den einmal für die große, also für die Tasche, für den Körper und noch einmal für die untere Reißverschlusstasche.
Die untere Reißverschlusstasche wird im Bruch gemacht. Jetzt sagen wir, naja, alles hätte ja einen Bruch. Wir drehen jetzt unseren Bruch. Ich nehme euch jetzt da mal mit zurück, wo ich mal ursprünglich war, nämlich bei einem Stück Kord an einem Stück. Klingt lustig, gell? Aber das ist wieder Tanni. Das heißt, ihr habt in eurem Stoffpaket oder wenn ihr gekauft habt, wahrscheinlich roundabout 75 cm Kord. Und jetzt geht ihr zuerst her und holt euer Schnittteil B. Und euer Schnittteil B gibt das erste Stück, da schneidet ihr jetzt wirklich mal euren Kord durch. Und dann bebügelt ihr den mit Flieseline, so wie ich es hier auch gemacht habe. Und dann macht ihr eure Pfeile und dann habt ihr das erste schon mal erledigt. Dann braucht der Schnittteil A. Und Schnittteil A muss man jetzt ein bisschen mitdenken können. Weil Schnittteil A hat so runter den Fadenlauf und da oben den Bruch. Das heißt, es ist nicht dort der Bruch, wo er von automatisch liegt, sondern es wird hier oben in der Bruch gelegt. Deswegen klappt er das auf, bügelt bis zum Stoffbruch einmal mit der Flieseline, macht eure Markierungen und jetzt legen wir unseren Bruch. So. Und legen dann das Schnittmuster so da drauf. Das wäre mal das zum Kord. Ich stecke jetzt meine Schnittmuster auf, dann zeige ich es euch nochmal und dann schneiden wir zuerst den Kord. Machen wir Schnittteil B. Ihr könnt wie immer an meinen Schnitten direkt am Schnittmuster entlang schneiden. Es ist überall angezeichnet, wie viel Nahtzugabe das enthalten ist. Und dann, ihr wisst, die rechte Hand schneidet, die linke hält alles unter und bei Linkshänder umgekehrt nicht in der Luft schneide, nicht hochhebe, immer schön am Tisch bleibe. Eine gute Stoffschere ist bei dem Kord sehr, sehr hilfreich. Und dann das Schnittmuster bitte noch nicht gleich runter machen. Man müsse nachher, wenn man alles zugeschnitten hat, noch alle Markierungen setzen, damit man nachher auch wissen, wo alles ganz genau nachkommt. Dann haben wir das erste schon mal zugeschnitten. Dann gehen wir hier, wie gesagt, an unser Teil A, was wir jetzt da schön im Bruch gemacht haben. Und dann seht ihr auch, dass der Hübe bleibt letztendlich noch alles übrig. Da kriegt ihr noch eine super Luna und Lotta raus. Ich liebe das dann einfach auch, mehrere kleine Täschle in meinem etwas größeren Tasche in dem Moment im Rucksack zu haben. Da habe ich einfach mehr Ordnung, gerade jetzt, wo wir im Urlaub waren. Dann bruchst du mal eine Pflaster, dann bruchst du mal, was weiß ich, was mir Mädels alles bruchen. Und dann bruchst du mal einen Kuli und dann bruchst du mal das und jenes und dann bruchst du mal das Handy und dann hast du das alles einfach schön aufgeteilt. So, gleich weiter geht es mit unserem Boden, mit dem Leder, Teil C. Teil C habe ich auch doppelt und schon aufgesteckt und auch da müssen wir einfach, da kann ich euch noch schnell sagen, wenn ihr so auflegt, dass ihr eher an der Webekante seid und der Bruch noch frei lasst, dann habt ihr jetzt hier ein großes Stück am Stück. Wenn ihr jetzt das dann überlegt, hättet ihr hier nur zwei kleine Stücke. Das wäre vielleicht ganz wichtig, gerade wenn man noch ein kleines Däschel will, dann habe ich jetzt hier noch ein Stück am Stück. Und da kann man einfach mehr mit auffangen. So, auch hier bitte erstmal den Schnitt drauf lassen, zwecks der Markierungen.
So, und dann haben wir jetzt lediglich noch das Futter. Da habe ich jetzt ein normaler Baumwollpopelin genommen. Und so, dass ihr seht, am geschicktesten. Auch hier haben wir jetzt das Futter am ganzen Stück. Habe ich jetzt auch eher dahin gemacht, wo die Webekante ist. So, bevor es weitergeht, setzen wir jetzt die Markierungen. Für alle, die von euch meine Knipszange haben, knipsen wir jetzt hier, wo man die Markierungen setzen soll, nämlich am Gurtband ein und können dann nämlich wunderbar mit einer gespitzten Kreide oder vielleicht in meinem Fall auch mit einer blauen Kreide das Gurtband markieren, auf der gegenüberliegenden Seite natürlich auch. Oder ihr könnt auch ein ganz kleines Schärle nehmen und könnt einfach innerhalb der Nahtzugabe da so reinzwickseln. Das heißt, das ist die Gurtbandmarkierung. Das war mal das erste. Da haben wir nichts. Am Futter haben wir nichts. Da haben wir nichts. Aber da geht es weiter mit Markierungen. Wir haben da die Gurtbandmarkierung. Und da. Und da und da. Und dann haben wir hier noch eine Gurtbandmarkierung. Das ist nämlich da, wo es nachher von links nach rechts läuft. So. Und da könnt ihr jetzt halt vielleicht auch ein ausbügelbarer Markierstift in meinem Fall. Ihr dürft halt da nicht bügeln. So. So, ist besser auf dem Weiße zu sehen. Und da. Und das Ganze muss ja jetzt noch auf die gegenüberliegende Seite. Prima. Dann nehmen wir jetzt das Schnittmuster von Teil B und von Teil A mal runter. Und dann geht es auch schon gleich los mit der Reißverschlussgeschichte. Auch da noch einmal, ich habe es natürlich auf beide Seiten gemacht, gell, den Pfeil nach unten. Einmal hier und einmal hier, weil wenn man es jetzt auseinander nimmt und ihr habt nur einmal einen gemacht, das ist blöd, bitte zwei. Deswegen kann ich es jetzt auseinandernehmen. Und genauso aufpassen müssen wir jetzt halt auch, wo hier quasi hinten und vorne ist. Ich habe mir meine Markierung mit der Nadel, die jetzt weg ist. Dann müssen wir fühlen. Wenn wir das jetzt hier da hinlegen, dann muss ich das hier genauso anfühlen wie das. Das tut sich nicht, also muss ich es umdrehen. So nunder und so nunder, beziehungsweise so nuff und so nuff, dann stimmt's. So, so muss das daher, das ist meine rechte Seite. Und da kommt jetzt der erste Reißverschluss rein. Und da habe ich jetzt halt einfach von meinem Meterware Reißverschluss aus der Taschengeschichte genommen, weil der halt so schön flach hinten und vorne bleibt. Wenn er auch nicht immer mein Freund ist, weil ich es oft schaffe, ihn rauszuziehen. Also da immer ganz arg drauf aufpassen, Mädels, dass er beim Hin- und Herschieben das Ding nicht rausholt, weil wir da reinmachen. Also da werde ich nie ein Video drüber machen. Ich hasse es wie die Pest. Ich krieg's auch ganz schlecht noch. Unser erster Weg ist jetzt, dass wir den Reißverschluss hier annähen. Und das könnt ihr euch jetzt entweder stecken oder ihr könnt es mit Wandertape machen, wie immer das für euch jetzt stimmig ist.
Ich mache es jetzt mit einer langen Stecknadel diesmal, weil ich sie jetzt auch doppelt habe. Also das ist der Bruch, den wir ja da geschnitten haben. Und da fällt es mir jetzt mit einer langen Stecknadel leichter. Aber jeder nach seiner Fassung. So, natürlich brauchen wir für den Reißverschluss einen Reißverschlussfuß. Ich habe jetzt für den Cord und auch das Leder nachher den Obertransportfuß in Reißverschluss. Stelle dann meine Nadelposition wie immer weiter nach. Wie fangen wir denn an? So rum. Nach rechts. Meine Rechts-Links-Schwäche. Ich immer für euch konzentriere. Und dann muss ich nicht nach rechts stellen, sondern nach links, also durch meine Links-Rechts-Schwäche. So, dann stellen wir den Stich auf gut 3, 4. Und dann schalten wir noch den Obertransport. Den Obertransport will ich dazu schalten. So, den Obertransport dazu ein. Und dann habe ich noch meine Stecknadel in falsche Richtung gesteckt. Heute bin ich kein gutes Beispiel für euch. So. Dann ist mir das jetzt gerade zu schnell. Und dann lasse ich den Fuß da ganz schlicht dran gleiten. Und dann sehe ich gerade, 4 ist mir noch zu klein für den Cord. So, wenn er an der Zipper kommt, bitte aus dem Weg. Und zum Schluss Farinklammer wieder. So, ihr legt jetzt, ich zeige es vielleicht so rum, wieder, dass es richtig zum Streicheln geht, so hin, dass er jetzt die quasi diese offene Taschen direkt da bündig, sodass ihr hier 3 Lagen liegen habt. Und jetzt wollen wir den Reißverschluss annähen, da oben noch an der Tasche. Und das machen wir jetzt, indem wir quasi das Zierband hier annähen. Auch da könnt ihr jetzt entweder stecken oder kleben. Ich selber mache jetzt eins. Ich klipse mir hier unten mal das auf jeden Fall hin, dass das da bündig bleibt. Der Cord hat ein bisschen ein Eigenleben, je nachdem in welche Richtung das man gerade verarbeitet. Und damit man da nichts abhaut und ich auf jeden Fall da oben gleich bleibe, klipsen wir das da mal fest. So. Und dann wie will ich es unter der Maschine haben? Unter der Maschine will ich es so haben. Ich habe vorhin schon unter der falsch unter der Maschine gelegt. Ich habe heute ein bisschen tatsächlich eine hinten vorne Links-Rechts-Schwäche. Aber das könnt ihr ja schon alles selber ganz gut. Das heißt, ihr steckt euch das jetzt und dann sehen wir uns an der Nähmaschine wieder. Natürlich nähe ich jetzt zuerst da an, wo es am Reißverschluss ist. Das heißt, hier ganz pep danunter. Und wenn ich das nachher habe, dann nähe ich die Bordüre natürlich auch oben noch an. Das ist halt wieder schön, wenn man Kniehebel hat, dann kann man die Hand und alles an der Arbeit lassen. War ein bisschen zu dicht, so.
So, ihr Lieben, jetzt nähen wir den Lederboden dran. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr die Markierungen, auf der anderen Seite muss ich die Markierungen noch machen, die Markierungen da auch gut gesetzt habt, dann könnt ihr das jetzt, da habe ich eingeschnitten, genau, dann könnt ihr jetzt da auch, also beim Leder muss ich zugeben, sind mir die kleinen Schnittle da lieber. So, machen wir hier runter. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen, vor alle Dinge beim Rückenteil, weil beim Vorderteil ist ja jetzt klar, was oben und unten ist, aber beim Rückenteil nicht. Da hilft uns jetzt wieder unser Pfeil. Der Pfeil zeigt, das ist unten. Deswegen nehme ich es jetzt auch so rum und weiß, das hier ist unten. Und dann lege ich mir mein Leder. Ah, da ist auch nochmal wegen der Markierung. Gut, dass ich euch das nochmal so detailliert sage. Auch da wichtig, wo jetzt oben und unten ist, sonst ist ja die Markierung am falschen. Also auch da macht ihr euer Pfeil, weil sonst hängt die Markierung hier. Das wäre schlecht. Die muss ja da oben auch passen. Also wenn das unten ist, dann kommt es hier dran. Ja, dass wenn man es umklappe, dass die Markierung dann nach unten guckt. Wenn euch also eure Markierungen nachher nicht dort auf der Weg stimmen, wo sie eigentlich sitzen sollten, dann hat es vertauscht. So, das wäre mal das eine. Und das hier ist unten. Das. Und wenn das zu mir guckt, guckt der Pfeil zu mir, stimmt, dann kommt das jetzt hier drauf. Da müsst ihr natürlich drauf achten, dass wenn ihr das jetzt nachher das Leder annäht, dass er auch alle drei Lagen von dem Kord auf jeden Fall mitnimmt, sonst habt ihr Spickellöcher oder Ausfalllöcher drin, wenn dann ihr zwar näht, aber nicht alles miteinander. Da ist vielleicht ganz gut, wenn ihr euch auch noch einmal die Nahtzugabe ein bisschen anzeichnet. Ich habe einen Zentimeter gemacht, damit ihr da auf jeden Fall alles habt. Und da könnt ihr euch das auch noch machen. Wenn halt auch bei einer Tasche jetzt nur Pi mal Daumen geschafft wird, weil es ist ja nur eine Tasche, wenn man jetzt hier so eine Tasche, dass da halt viele Teile aufeinander passen müssen und das Futter muss ja nachher auch in den Nei passen, wenn man halt da jetzt wirklich sehr großzügig nicht drauf achtet, mit welcher Nahtzugabe das der Schnitt versehen ist, dann passt halt insgesamt alles nicht ineinander und aufeinander rein und dann wird es irgendwo einfach zum Schluss falte geben. So, das nähen wir jetzt zusammen. Ich habe den Fuß gewechselt, ich habe den HP Obertransportfuß dran. Ich bin immer noch auf einer 4,5 Stichlänge, einfach Leder und Kord dürfe ein größerer Stich haben, dass es schöner ist, dass es besser transportiert. Das ist wunderbar so. Immer mal wieder anhalten, immer mal wieder gucken, dass es bündig liegt. So, ihr Lieben, nochmal Kontrolle, bevor wir weiternähen und uns hinterher ärgern. Der Pfeil geht da runter und der Pfeil geht auch hier runter. Der Pfeil geht da runter und der Pfeil geht da runter. Das heißt, wir können weiterarbeiten. Und zwar mag ich es halt immer gern, wenn auf diesen Absatznähten ein schönes Zierband liegt. Und, das habe ich doch gerade durchgeschnitten. Und deswegen
könnt ihr mal gucken, ob ihr das ein bisschen auseinandergebügelt bekommt. Das Kunstleder will nicht immer so. Ob ihr das Bügeltuch drüber legt. Ich habe es jetzt halt auseinandergebügelt und das ist mir auch eine Hilfe, auch wenn es da so zusammengeht. Einfach, dass es da eine schöne Kante ergibt. Und jetzt hat, kommt das Zierband quasi mittig da drauf. Einmal ober und näher, einmal unter und näher. Stecken oder Wandertape, was euch lieber ist. Ich versuche jetzt hier auch tatsächlich es zu trennen, damit es keine so dicke Wurst gibt. Gerade hat sich so ein bisschen rausgestellt, wenn ihr die Stecknadel von oben nach unten steckt, dann ist es für euch leichter, die Nahtzugabe da unten auseinander zu kriegen. Meine Nadelposition ist im HP-Fuß im Punkt drin. Gucken, ob das stimmt. Muss noch ein bisschen. Genau. Und so kann ich jetzt natürlich ganz schmalkantig hier meine Bordüre aufsteppen, ohne Probleme. Und der Obertransport ist auch mit dazu geschaltet und dann ist das gar kein Ding. Auch hier ist immer noch meine Stichlänge über 4. Ah, wenn ihr dann merkt, dass euch die Nahtzugabe da unten doch wieder abgehauen ist, dann einfach mal kurz drunter greifen. Alles, was die Augen nicht sehen, erfühle quasi jetzt unsere Finger hier. Jetzt auf der anderen Seite wieder runter. Ah, legt sich fast runter, was ich nicht will. Als nächstes sind die Gurtbänder an der Reihe. Alles jetzt mal aufbringen. Das heißt, ich habe das schon mal für euch gemacht. Ihr beginnt jetzt mal. Ihr schneidet 45 cm für den Henkel an eurer Rucksackvorderteil. Und dann haben wir ja hier hinten unsere Markierungen. Und anhand der Markierung, euch sehe ich, bin verrutscht, muss ich nochmal in Ordnung bringen, steckt ihr euer Gurtband so auf, dass die Schnittkante vom Gurtband an der Schnittkante vom Stoff ist. Also rechts auf rechts quasi. Und dann, ich lege es nochmal so danach, vielleicht fängt die Kamera ein, ist da immer ein Zentimeter drüber. Also ich lasse das länger reinlaufen, damit ich einfach mehr Halt habe. Das ist das erste Stück Gurtband. Dann gehen wir an das Rückteil unseres Rucksacks. Dafür habe ich 2 × 15 cm geschnitten. Die habe ich dann doppelt genommen und habe den D-Ring rein gemacht. Und auch da haben wir ja mit den Schnittchen unsere Markierungen gemacht. Und auch da lasse ich einen guten Zentimeter überstehen. An dieser Seite und an dieser Seite. Und auch da gilt wieder dasselbe Prinzip. Das Schnittteil vom Gurtband am Schnitt, also das Geschnittene am Geschnittene vom Rucksack. Auch rechts auf rechts. Also ihr legt es wirklich so hin, dass euch die rechte Seite anguckt. Dann haben wir da oben, messe ich nochmal für euch, aber ich meine, das waren auch 45 cm. War 50 cm, damit es ein bisschen übersteht. Und da haben wir uns ja auch die Markierung gemacht vom Oberteil des Gurtbandes. Ja? Das war das, was am Schnitt auch war. Das ist die obere Seite oben hier.
So, und dann brauchen wir noch ein größeres Stück. Da streiten sich jetzt die Gelehrten zwischen 2 und 3 Meter. Ich bin jetzt mal bei 2,50 Meter hängen geblieben, weil 3 Meter, da muss also schon ein sehr umfangreicher, mächtiger Mensch sein und viel Daunenjacke anhaben, damit man das braucht, um da rein zu schlupfen. Also die 2,5 Meter sind ganz gut. Und dann haben wir immer noch die verschiebbare Leiterschnalle nachher dran. Ist ideal. Jetzt ist es wichtig, dass wenn ihr dieses große Stück von 2,5 Meter anbringt, dass ihr schaut, genau wo eure Mitte ist, wo eure Hälfte ist. Und von dieser Hälfte habe ich dann die 22,5 cm abgemessen und habe mir die Markierungen gemacht. Warum? Jetzt gehen wir nochmal zur Vorderseite, weil das Stück da vorne 45 cm ist. Ja? Damit die Henkel gleich lang sind letztendlich. So. Und das lässt er dann unter dieser Querstrebe vom Gurtband runter durchlaufen. Festnähen tun wir jetzt hat folgende Dinge. Das hier rechts und links einfach in der Nahtzugabe, sodass es fest fixiert ist. Das gleiche machen wir hier in der Nahtzugabe rechts und links, dass es fixiert ist. Am Rückteil nehmen wir jetzt das hier und das hier zuerst fest. Da messt bitte noch einmal von oben runter, dass das immer gleich ist. Ich muss mich da, glaube ich, noch mal korrigieren. Das ist ein bisschen glitschig. Und indem wir das festnähen, nehmen wir ja das hier auch erstmal fest. Also wenn wir dort drüber fahren und dort drüber fahren. Ich habe hier absichtlich diese Nadeln gesteckt. Zum Schluss nähern wir das hier hoch, noch fest. Und das am besten dann auch darüber und ein Kreuz, aber nicht bis nach oben, weil da brauchen wir den Zentimeter Nahtzugabe nachher noch, der am Reißverschluss ist und noch ein halber Zentimeter Luft. Also da bleiben wir gut 1,5 bis 2 Zentimeter von der Schnittkante weg auf beiden Seiten. Das ist jetzt einfach mal der Übersichtsplan für euch und dann sehen wir uns gleich an der Nähmaschine. Einmal vor und einmal zurück. Einfach, dass es uns hinterher nicht verrutscht. Und das wirklich innerhalb der Nahtzugabe. Jetzt haben wir unten das Gurtband mit dem D-Ring, was wir jetzt genauso in der Nahtzugabe einmal vor und einmal zurück fixiere. So. Und dann kommen wir jetzt ab. An unser Gurtband mit dem Längs und da guckt er noch mal, dass das, was darunter geht, auch tatsächlich schön im Winkel liegt, dass man da nichts schräg irgendwie drauf haue. Ah, und da dabei fällt mir auf, ich habe jetzt blaues Garn drin und ich habe ein camelfarbenes Gurtband. Ich muss jetzt erst umfädeln, ihr vielleicht auch. So, ich habe umgefädelt. Ich habe immer noch der HP-Fuß drin, ich habe immer noch einen langen Stich drin und ich habe immer noch die Nadelposition so, dass es mir ins Loch vom HP-Fuß sticht, sodass ich ganz päp auf Badisch ganz eng, schmal hier absteppen kann. So, jetzt das auf jeden Fall dann nochmal ganz gerade nachbringen. Auch hier noch einmal gucke, dass es wirklich schön im Winkel ist.
Da ist jetzt der große Anschiebetisch und die große Maschine natürlich Gold wert. Ihr könnt auch von der anderen Seite kommen, was euch angenehmer ist. Aber auch da wieder gucken, dass das super sauber gerade liegt. Jetzt kommen wir noch an den Teil, dass ich sage, bis daher. Also ich mache mir dann mit Nadel oder mit dem Stift tatsächlich immer Markierung. Man ist manchmal so bei der Sache, dass man zu viel bei der Sache ist. Da könnte man jetzt die Stichlänge tatsächlich gefühlt zurück auf 3, Stichlänge, auf 3 nehmen. So. Und wie ihr jetzt zu eurem Viereck mit Kreuz kommt, könnt ihr euch gerade überlege, ich bin mal gespannt, ich mache es jedes Mal anders. Manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Ah, und schon hätte ich fast schon vergessen, nur bis daher. Die Nadel weg ist. Ja, ein Stich zu viel. Also eine Tour muss ich immer doppelt nähen, doppelt gemoppelt hält besser. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich unten ja schon einmal drüber bin. Und deswegen das klassische Viereck mit dem Dreieck nicht machen kann. So, da muss ich hin. Achtet genau, wo er auch wirklich oben rüber aufgehört hat. Verriegelt. Dann muss hier noch wirklich Minimum so viel, damit man nachher keine Schwierigkeiten hin aufgehört sei. Und das macht es auf der anderen Seite auch. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir mal zum Reißverschluss. Und dafür brauchen wir jetzt aus Futter. Mir ist gestern im Huddelhut passiert, dass ich nicht gewusst habe, wo oben und unten rechts und links war, weil es fast so lang wie breit ist, aber leider nur fast. Deswegen mache ich mir jetzt dann noch einmal meine Markierungen. Immer der Pfeil geht bei mir zum Boden runter. So, jetzt kann ich das da getrost runternehmen. Und dann nehme ich mir mein schon fertiges, soweit fertiges Vorderteil her. Habe dann einen teilbaren Reißverschluss verwendet, wie so oft bei manchen Taschen, weil es einfacher ist, wenn man den jetzt nachher beim Nähen komplett aufkriege. Aber ich finde es auch super gut, wenn ich eine komplett aufkriege, um dann auch die komplette Fläche des Rucksacks zu öffnen. So, wir legen den Reißverschluss rechts auf rechts auf unser vorderer Rucksack. Wir achten darauf, dass diese Nahtzugabe hier quasi, ja, also die haben mehr Nahtzugabe wie mir, mein 1 cm, also muss diese silbrige Näsel auf dem 1 cm sein. Und lege das so daher. Und dann gehen wir und gucken, wo unten ist an unserem Futterteil. Da ist unten. Und dann legen wir die rechte Seite von unserem Futterteil jetzt auch wieder da drauf. So, und dann gucken wir, dass das Futter rechts und links bündig liegt mit unserem Außenteil. Und hier guckt tatsächlich, ja, was sind das, 3 cm über. Das lassen wir auch genau so. Und das könnt ihr jetzt fixieren, stecken,
klipsen, was ihr auch immer wollt. Aber das ist jetzt unser nächster Weg. Und immer schauen, dass da der Reißverschluss ein bisschen aufmacht, glaube ich. Da oben immer bündig ist. Und natürlich das Futter dann auch, dass euch da nichts wegrutscht. Das ist so ein bisschen schlüpfrige Scheißerchen. Also das ist ein bisschen ein Geduldsspiel. Aber das funktioniert gut. So Mädels, vor lauter für euch mitdenken, oben, unten, rechts und links. Also ich habe es schon richtig gemacht und wenn ihr es so auch gemacht habt, dann ist es auch richtig. Aber der Text hat nicht ganz gestimmt. Der Pfeil schaut natürlich nach oben. Das ist in dem Moment wurscht, ob der Pfeil nach oben oder nach unten schaut. Wichtig ist, dass er nicht nach links und rechts schaut, weil dann ging es nicht richtig drauf. Aber manchmal meine ich es so super gut für euch, dass alles durcheinander kommt. Melanie hat es Gott sei Dank gemerkt, aber jetzt nennen wir. Ich habe für euch den Reißverschluss, oder für euch, ich habe für mich den Reißverschlussfuß wieder eingelegt. Und jetzt, wenn ihr einen großen Anschiebetisch habt, wäre das ganz wichtig, wenn ihr einen Kniehebel habt, das auch. Und jetzt bringen wir die Nadel noch in die gewünschte Position. Also ich nähe mal ganz bestimmt wieder auf 4,5 Stichlänge und die Nadelposition halt falsch rum, die muss nach links. Also heute ist meine Links-Rechts-Schwäche extrem ausgeprägt. Genau, so. Und dann fühlt ihr da immer, wo die Zähne des Reißverschlusses sind und achtet immer drauf, dass da, wie gesagt, die Schnittkante bündig ist. Und dann sollte es auch schon losgehen. Aua. Immer wieder häppchenweise kontrollieren. Da ist jetzt der Reißverschluss. Da kann ich jetzt noch 2 Schritte nach vorne nähen und dann mache ich den wieder zu. Das heißt, ich hebe den Fuß. Und jetzt ist es echt gut, dass ich nicht noch den Fuß mit der Hand heben muss, sondern dass hier alle Hände am Ball bleiben. Seht ihr, das ist blöd. Ich mache jetzt mal kurz das Päusel. Ich mache noch mal ein Stück auf. Das ist mir jetzt zu arg verrutscht. Das geht nicht. Obwohl ich jetzt so schön ein Stück weiß, aber es schiebt ein bisschen. Das schneide ich jetzt noch einmal ab. Das heißt, ich mache das noch mal ein bisschen auf. Das ist mir jetzt zu weit weg. Also ein Muckefuck geht immer, aber... Und jetzt bin ich auch froh, dass ich nicht so ein kleiner Stich habe. Und trotzdem ist wie immer mühsam mit dem Auftrennen. Das geht mehr, wie ich gedacht habe. Da guckst du mal hin. Also ich trenne jetzt auf bis dahin dran. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin jetzt noch mal ein paar Stiche über das gefahren, was ich eh schon genäht habe, damit es gut verriegelt und man nichts aufgeht. Thank you.
Was ich jetzt nicht mache, ihr Lieben, fällt mir auch gerade ein, ich nähe jetzt nicht bis zum Schluss. Ich lasse da einen Zentimeter vorher höre ich auf, weil ich ja noch die Nahtzugabe habe, sonst kriege ich den Bolle und dann kann ich den Reißverschluss auch nachher gut nochmal rausholen. Also einen Zentimeter gut stehen lassen und da aber auf jeden Fall verriegeln. Sonst geht es mit der Zeit echt auf. So soll das dann aussehen. Das heißt, ihr klappt da zusammen. Dann habt ihr da die rechte Seite und die rechte Seite vom Futter. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich zuerst von der rechten Seite hier noch absteppe oder erst als nächstes. Aber ich denke, das mache ich erst als nächstes, beziehungsweise umgekehrt, das mache ich erst als übernächstes. Jetzt gehen wir her. Und jetzt brauchen wir ja den Reißverschluss noch auf den Rücken. Jetzt müsst ihr gucken, dass das dann untergebogen ist, dass wir wieder hier die obere Kante hier an die Kante Reißverschluss bringen. Ja? Das ist jetzt ein bisschen Pfriemelarbeit und ja, man könnte jetzt auch den Reißverschluss schon aufmachen. Das mache ich aber jetzt mal noch nicht. Ihr guckt, dass die Griffe bündig übereinander liegen. Ihr guckt, dass da die Schnittkante bündig übereinander liegen und das Ganze kommt dann bündig da an der Reißverschluss dran. Und jetzt kommt die Krux. Achtung, jetzt wird noch einmal umgedreht. Weil jetzt muss ja da noch bündig wird da das Futterstöffeln nach, sodass entweder der Pfeil nach oben oder nach unten zeigt, aber nicht nach links und nach rechts. So, 1, 2, 3. Und das steckt ihr euch jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe jetzt mal was ausprobiert. Da das so ein bisschen tricky ist, dass alles gut aufeinander passt, schlüpfrige Scheißerchen, elastisch und, habe ich Folgendes jetzt mal ausprobiert. Deswegen durftet ihr bislang nicht zuschauen. Ich habe jetzt das Rückteil rechts auf rechts mit dem Reißverschluss auch draufgelegt. Und zwar so, dass sich hier die Gurtteile treffen. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen. Ja? Und wie das genau ist, zeige ich euch jetzt auch, wenn ich das öffne, dass quasi vom Rücken und vom Vorderteil sich da die Tasche Henkelgriffe treffen. Und jetzt habe ich noch kein Futter, wie gerade eben, dazwischen gemacht, sondern ich habe es einfach mit Clips gesteckt. Und habe, so wie ich es jetzt auch mache, den Reißverschluss komplett geöffnet und vom Vorderteil weggemacht. Und war jetzt mit dem so an der Maschine und habe ganz, ganz schmal mit dem großen Stich wie drauf geheftet, erstmal fixiert. Ja? Und jetzt mache ich das Gleiche wie vorhin auch wieder mit dem Futter. Nur wenn ich es jetzt eh schon fixiert habe und ich habe ja gerade kontrolliert und gesehen, dass es passt, dann kann ich jetzt ganz geschmeidig hergehen, kann mein Futter nehmen, kann gucken, dass der Pfeil nach unten oder oben zeigt und lege jetzt noch einmal seitig bündig hier das an und jetzt verrutscht man nichts und auch der Reißverschluss ist jetzt so angenäht, dass er mit den Zähnen auf der anderen Seite gut funktioniert. Alles, was ein bisschen tricky ist, ist jetzt da, wo das Gurtband drauf ist, also mit 2 cm. Das brauchen wir mindestens, dass jetzt da nachher der Reißverschlussfuß dran durchgeht. Und so ist es für euch leichter. Manchmal muss man auch neue Wege finden. Und auf 2 anknäht ist der Reißverschluss einfach leichter zum Reinmachen.
Und die Naht sieht man jetzt dann sowieso nicht mehr, weil der innerhalb von der Nahtzugabe eh war. So. Und jetzt nähern wir es so normal wie das Vorderteil, wo wir es zusammen aufs Maul gemacht haben quasi. So Mädels, ihr denkt dran, wenn jetzt da euer Schieber ist, ist das da, wo wir vorhin vorher aufgehört haben, dann müssen wir jetzt da auch die anderthalb bis zwei, je nachdem was ihr gemacht habt, später anfangen und gut verriegeln. Und wenn wir jetzt da an dieser Stelle kommen mit dem Gottband, müssen die Hände da halt einfach gut mitarbeiten. Gut geschafft, wunderbar. Jetzt steppen wir das ganze schmalkantig noch von der rechten Seite ab. Dafür habe ich jetzt wieder das Garn natürlich gewechselt, ihr vielleicht auch, dass ihr es blau habt. Könnt ihr vielleicht mit der Finger noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Und dann steppen wir das Vorder- wie das Rückteil ab. Hier mache ich meinen Stich mal gut auf 5. So. Da, wo man natürlich den Zentimeter aufgelassen hat, steppen wir nicht ab, sondern danach. Es hängt jetzt darum, was mich verwirrt. So. Ich höre jetzt tatsächlich vor dem Gurtband auf. Das ist mal. Für alle die, ist mir jetzt gerade so eingefallen, die gern umfädeln. Ich bin da ein bisschen faul. Ich hätte natürlich das hier auch erst ganz im Nachhinein annähen können, wenn ich jetzt nämlich da mit dem Absteppe fertig bin. Aber dann müsst ihr es wieder aufmachen, dann dürft ihr es nicht mit dem Futter. Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Das ist mir nur gerade so eingefallen. Ich steppe halt jetzt einfach bis zum Gurtband. Und verriegel dann. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt die gleiche Farbe Gurtband wie Kort hätte, dann werde ich jetzt drüber fahren. Also so ist immer individuell von jedem einzelnen Person und Projekt abhängig. So, und das machen wir jetzt auch mit dem anderen Teil. So Mädels, fast fertig. Ich habe gerade gesagt, jetzt geht's los. So sollte das letztendlich aussehen. Der Reißverschluss ist zu, er geht auf und zu. Und die Bänder liegen jeweils in ihre Richtung. Jetzt gehen wir her. Ihr öffnet jetzt den Reißverschluss gut bis zur Hälfte. Ja, sonst kriegen wir es ja nachher nicht gewendet, ganz genau. Und dann nehmen wir jetzt das rechte Hinterteil und legen es auf das rechte Vorderteil. Und ohne Schwung. Und lege es letztendlich jetzt so hin, dass rechts auf rechts Futter liegt und rechts auf rechts außen liegt. Und dann ist es mir wichtig, dass die D-Ringe damit reingucken und
da letztendlich die Bänder aufeinandertreffen. Und die Bänder schneide ich ab. Das Gurtband lasse ich da aber auch länger. Nur das Band ist mir da im Weg. Und dann lege ich das da drauf. Das ist mir hier auch im Weg. Und dann gibt es meine erste Klammer. Und das machen wir auf gegenüberliegende Seite genauso. Und dann stecken wir uns quasi einmal drumherum und lassen im Futter dann noch unsere Wendeöffnung. Dann stecke ich jetzt da das fest mit Stecknadeln und selbst im Leder, damit mir jetzt nichts verrutscht, nicht viele, aber so, dass ich drüber nähen kann. Ja? Und dann geht's da hoch zum Reißverschluss. Und da müsst ihr halt jetzt gucken, dass eure Gurtbänder da ein bisschen versteckt sind, dass das da alles schön flach liegt. Und bei dem Reißverschluss an der Seite, da guckt ihr auch drauf, dass das ziemlich zu ist, wenn er das jetzt da. Und so geht er jetzt einmal ringsrum. Da wollte ich euch noch schnell sagen, guckt darauf, dass dann auch der Reißverschluss auf beide Seiten so dann überklappt. Das werden wir jetzt dann nachher drüber nähen, dass alles seine Richtigkeit hat. So. Und dann habe ich da noch unsere Wendeöffnung eingezeichnet, damit man die nicht vergessen. Und das ist jetzt unser Weg. Wir fangen jetzt an der Wendeöffnung an, gehen darüber, gehen über den Reißverschluss dann unter, bis dann unter ins Eck, nüber, bis wieder daher zur Wendeöffnung. Und der Reißverschluss ist mindestens halber Ofen, ganz wichtig. Ihr guckt drauf, dass es nicht so zieht, wie ihr das am besten jetzt da gestaltet. Und wenn er zum Reißverschluss kommt, so nachlegen, dass er doppelt. Heieiei, hey, jetzt habe ich aber auch gerade ein bisschen zu kämpfen hier. Sag mal, wo bremst es denn da? Den Reißverschluss geht das schön langsam, weil der ja noch doppelt ist, aber das klappt ganz gut. Und dann geht es mit dem 1 cm Nahtzugabe wieder weiter nach unten. Da wird er drauf gucken, dass er da auch zusammenkommt. Also ihr seht, die Finger müssen im Moment ganz schön viel mithelfen. Aber es ist halt auch ein Rucksack und der darf halt auch ein bisschen mehr Energie kosten. So, da unten gehen wir dann bei 1 cm auch wieder um die Kurve. Thank you.
gehen wir noch mal zwei zurück. Das ist kein Zentimeter. Noch mal an den Reißverschluss, aber den haben wir uns ja vorhin schon gut gesteckt in die richtige, in die falsche Richtung. Korrigiere gleich wie beim anderen auch nach unten. In dem Fall so rum. Könnt ihr noch mal kontrollieren, wie das der Hübe gemacht hat, dass das in die rechte Seite, nein, guck nicht in die Futterseite. So, ihr Lieben, bevor wir jetzt noch rumdrehen, müssen wir nämlich noch alle vier Ecken abnähen. Also zwei im Futter und zwei da unten im Leder. Dafür haben wir ja schon oft gemacht, trotzdem fahrt ihr da rein. Steckt euren Zeigefinger in die Spitze. Legt den Stoff so hin, dass ihr spürt, dass das hier bündig an dem da ist. Legt es wirklich ganz, ganz flach auf den Tisch, dass das dann auch im Winkel ist. Und jetzt messt ihr 6 cm von der genähten Spitze, also nicht von der Spitze, sondern von der genähten Spitze. 6 cm runter. Da eignet sich natürlich unheimlich gutes Handmaß. Das lege ich oben in der Spitze bei 6 an und dann kann ich unterm Handmaß entlang fahren. Und letztendlich dann komplett über die komplette Breite ziehe. Und ich stecke mir dann jetzt da auf jeden Fall ein Stecknädel, damit mir das Ganze nicht verrutscht. Weil das macht er jetzt an allen anderen weiteren Dreiecken auch noch. Wenn jetzt alles passt, dann ist es beim Leder auch so, dass das Gurtband ein guter Zentimeter über der Naht beginnt, die ihr jetzt setzt, und von dem her zeige ich es euch jetzt einfach am Leder. Ihr näht jetzt quasi auf eurem Strich die Ecke ab. So, Wendeöffnung reinfassen durch den Reißverschluss durch. Das ist der Untergreifer. Ah, das sage ich auch noch salbend. Da warte, viele von euch würden das jetzt hier abschneiden. Das könnt ihr, ich schneide es nicht ab. Ich lege es in die Mitte als Verstärkung und ziehe dann alles. Ah, da ist noch eine Nadel. Guckt, dass ihr alle Nadelhaus habt. Dann spiegt euch der Rucksack in der Rücke. Alles aus der Wendeöffnung hier heraus. Ein bisschen wie eine Geburt, aber kommt schon, wird schon, das Köpfchen ist schon draußen. So, dann geht er mit den Händen auf jeden Fall in die Ecken alle rein und auch noch mal da in die Tasche. Wo hätte es mich jetzt gepiekst? Jetzt ist da tatsächlich noch eine Nadel. Das war ja witzig. Ah ne, die Henkel, da müsst ihr auch Ordnung reinbringen in die Henkel. Aber das ergibt sich jetzt so. Und dann geht er da auch mit der Finger nach unten
und stoßt da euren Boden raus. So, wunderbar. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Wendeöffnung schließen. Das heißt, ihr legt es jetzt einfach hier. Könnt aus Bügeleisen nehmen, schmal aufeinander. Steckt euch zwei Nadeln. Und dann ist die Wendeöffnung geschlossen. Also wenn ihr drüber genäht habt natürlich. Und was wir jetzt noch müssen. Ah, guckt euch mal an, Tanni. Was hat sie gemacht? Eigentlich soll es so aussehen, aber ein ganz kleines Muckifückchen habe ich hier in die Naht reingebracht. So soll es nicht sein. Das muss man natürlich hier wegmachen. Das kann da nicht bleiben. Das trenne ich nachher nochmal auf. Also ich mache mit euch jetzt die Wendeöffnung nicht zu, weil ich muss durch die Wendeöffnung nochmal rein und muss das auftrennen, wegmachen oder zusammennähen. Aber da ich jetzt mit euch das gut zu Ende bringen will, machen wir jetzt mal noch das, was wir wollten. Nämlich hier noch unsere Leiterschnallen dran. Das heißt, ihr fädelt einmal durch die Leiterschnalle. So, dann geht er da unten durch der D-Ring und kommt jetzt zurück zu eurer Leiterschnalle. Ich gehe dann her und mache mir da mal so ein bisschen Luft. Weil jetzt geht es quasi von innen rückwärts wieder zurück. Einmal hier rein und einmal hier raus. Ja, so, noch nicht fertig. Jetzt wird das hier, damit die offene Kante weg ist, was sind das, so 3-2 cm nach innen geklappt. Und das wird jetzt so rum, nicht auf beides, sondern nur auf das da. Knäht. So, alles, was wir jetzt noch nähen müssen, ist quasi das Stück hierzu. Einmal da runter, einmal da runter. Ihr könnt auch dreimal runter, ihr könnt ein Kreuz machen, wie ihr will. Und dann könnt ihr testen, wenn das dann hier durchläuft und groß und klein wird, dann habt ihr das richtig gemacht. Und das macht dann natürlich auf der gegenüberliegenden Seite auch. Und jetzt mache ich es hier unten noch, damit es auffixiert und fest ist. Und das war das ganze Hexenwerk. So, ihr Lieben, ihr seht, ich habe drei sehr hübsche Designs. Mir gefallen alle drei gut. Wie gesagt, Kott ist ein großes Thema. Und Rucksack finde ich einfach schön praktisch, weil ich habe dann einfach die Hände frei. So, und wenn kein Rucksack, dann einfach ganz normale Einkaufstasche, Heinkel. Ich finde es einfach grandios. So, das war das Nähanleitungsvideo zum Rucksack Emma. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon ganz doll auf eure Kommentare. Natürlich kriegt ihr das Schnittmuster, wie unten verlinkt, bei uns im Näharena-Shop, wie aber auch die dazugehörigen Stoffpakete. Und genauso wie ihr die drei jetzt da gesehen habt, packe ich euch auch die Pakete inklusive Schnittmuster. Und natürlich der Videoanleitung, was ihr alles bei uns im Online-Shop näharena-shop.de findet oder bei uns einfach
in der Näherin in der Sternenstraße. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich freue mich, wenn ihr auch so schönen Rucksack habt wie ich. Und jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute. Kommt gut in den Herbst. Bis dann. Tschüss. Eure Schwarzwald-Tanni.